in Uren gebouwd tussen de 13e en de 16e eeuw. En die toren die ligt hardenkeer op rond 122 meter hoog. Deze toren is de hoogste baksteintoren in Nederland. In deze kerk bevinden zich grootmaalers Karel de Schoonen en zijn dochter Maria van Bourbon. Zo die eine Madonna aus weißen Marmor van Michelangelo, als moeder met haar kind, is jeden dag gehouden bis 17 uur en niet van man. Die toren die ligt hardenkeer. En die Bonifatius brugge dateren uit 1920. Keep your hand in the boat hold and keep your hands inside the boat, please. Children, be careful, that's the Love Bridge, the Bonifacius Bridge, dates from 1910. The Liefdesbrug, the Bonifacius Bridge, dates from 1910. Naar links allemaal privéwoningen. Allemaal 17e, 18e eeuwse woningen. On the left hand side you can see private houses. Most of the houses are from the 17th and 18th century. Links haben sie private Wohnungen, die aus den 17, 18 Jahren gewohnt haben. And behind the bridge on the right hand side, the former St. John's Hospital dates from 1188, more than 800 years old, that building now. In houses you'll find the Memling Museum from Hans Memling, also a very old pharmacy from the 17th century. It's not a hospital anymore since 1976. It's one of the oldest buildings in our city here, 1188. Rechts haben wir das ehemalige St. John's Spital, das während aus 1188 mit 800 Jahren alt ist, das Gebäude aus. Und im Inneren gibt es das Memling Museum von Hans Memling und einen sehr alten Apotheke, das während aus dem 17. Jahrhundert. Im 1976 gibt es kein Krankenhaus mehr. Ha salido un poquito de...